sind gestartet zum Weltrekordversuch. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und 42,2 Kilometer laufen. Am Start beim Laufen Leitner Franz, am Rad Ulrich Mattersberger. Ja, und alles kommt natürlich dem wohltätigen Zweck zugute. Wir sammeln hier Spenden für Licht ins Dunkel. Für eben Leute und Menschen, die es nicht so gut geht in unserem Land. Also kommen Sie vorbei, spenden Sie eine Kleinigkeit vielleicht, feuern Sie die Sportler an, alles für einen wohltätigen Zweck. Kurz an der Dinge zum Leitner Franz. Ein Spätberufener im Triathlon hat den zweiten Hattestands-Triathlon gefinisht in 4 Stunden 33 Minuten und beim Vienna City Marathon 2011 gefinisht in 3 Stunden 33. So, jetzt möchte ich euch noch kurz unseren ersten Radfahrer vorstellen, den Ulrich Mattersberger. Der hat so viele Erfolge, da braucht er glaube ich 2 Stunden zum Vorlesen, so gut ist der Mann. Obwohl er mittlerweile schon 60 Lenze zählt, unglaublich. Tiroler Meister, 5000, 10.000 und 25 Kilometer Straßenlauf und Marathon. Marathon-Bestzeit von Ulrich Mattersberger, staunen Sie. 2 Stunden 19 Minuten läuft dieser Mann. Auf dem Marathon auf 42,2 Kilometer. 2 Stunden 19. Eigentlich ist noch eine Frage, du hast ja nächstes Jahr ein Projekt vor, habe ich gehört. Um was geht's? Du kannst es unseren Zuhörern oder Zuschauern kurz beschreiben. Ja, ich will nächstes Jahr. Das ist der dritte Teil von den 5 Touren, die Wüste, die Atacama-Wüste durchqueren. Das sind 1300 Kilometer circa. Und unter den klimatischen Bedingungen dort sind extrem. Es hat da 50 Grad plus am Tag. Und der Nacht kann es Minusgrade haben. Und völlige Abgeschiedenheit. Das sind die Herausforderungen dort. Also da gibt es ein Teilstück von Alto Bafasta bis Jarell. Das sind circa über 400 Kilometer. Und da ist nichts, kein Haus, gar nichts. Und der Ungar Thomas steigt jetzt ein. Der Thomas läuft jetzt 10,5, oder? Das ist der Steiermark, Bezirk Weiz. Berufsstudent, Agrarwirt, Agrarwissenschaftler, ein angehender Verein. Teamvegan.at ist spezialisiert auf Marathon- und Bergmarathonrennen. Marathon-Bestzeit 2 Stunden 39 und 56 Minuten. Super Zeit. Größter Erfolg, österreichischer Bergmeister Marathon 2014. Thomas, wie war's? Ja, anstrengend. Also, ich bin noch nie vor einem Laufband gelaufen. Jetzt habe ich ein bisschen früher starten müssen, ist eigentlich gedacht. Und danke Thomas, haben wir mal für die Kilometer, die du gelaufen bist, für dich ins Dunkel und für die Organisation, also Organisation für die Teilnahme heute, die sich ein bisschen bewährt, den Weltrekord. Ich glaube, wir werden es sicher erreichen. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon ein schönes Fest. Weltrekordversuch, Landestagesfrüher in der Staffel.
also mein Zeug ist auf dem Boot drin. Und auch drin. Super. Bravo, Dennis. Bravo. Willst du gerade was? Ja, ich kann. Ganz lustig. Ich bin noch Warmwasser, aber sonst war alles perfekt. Für die Hochleistungsschirmer, die wir heute am Start haben, das ist danke, meine Damen und Herren, für die Damen und Herren, für diesen Weltkampf. Ich bin 36. Also, Mano Dalakovic noch immer toll unterwegs auf dem Laufbahn. Braucht noch immer. Konstant 15 km/h, ist bei knapp 5 km angelangt. Super Manuel, also knapp vor der Hälfte. 52 Euro, gespendet von der Firma Beindel. Also ein Wochenende mit einem Alpha Joe Ecker, gespendet von der Firma Beindel, inklusive Dankfüllung im Wert von 52 Euro, wäre auch noch zu besteigen. Geht ganz gut. Ich sag, ich bin heiß, weil das Fragezeichen heute ist durch. Aber es geht schon. 2005. Rang 3 Ironman Austria Klagenfurt, 2006 Rang 5 Ironman Austria Klagenfurt und im gleichen Jahr Rang 33 der Ironman WM auf Hawaii. Sieger des früheren Cup Austria 2006, 2007 Rang 4 Ironman St. Pölten 70.3, Rang 4 Ironman Distanzen und Rang 2 statt Triathlon Erding. Rang 1 beim German Triathlon in Würstenfeld. Er ist ein wichtiger Sportler. Wollen wir sagen, mal generell mal organisatorisch, wie die Leute zusammenhalten können und wie man so einen schönen Tag, 24. Dezember, sich zur Verfügung stellen kann für eine gute Sache, nämlich Licht ins Dunkle. Und mit der Idee von der Heilwärme Waltersdorf in Kombination mit dem Ulrich Martensberger, den wir zu verdanken haben, und das kann man natürlich dann alle herbringen. Und ein bisschen Medienpräsenz haben und wirklich auszahlen können, was da also Freundschaft im Sport ausmachen kann. Und generell wird das Ganze begleitet vom Nadar, Weltrekordversuch. Steirische Meister im Marathon, Altersklasse 30, 2013 in Graz. Bronzemedaille bei den steirischen Meisterschaften der Mannschaftswertung im Marathon 2013. So, jetzt haben wir schauen, wie es den Karl-Heinz geht. Absoluter Kapazunder, was das Radfahren anbelangt. Vize-Europameister, Querfeld 1, Masters 1. Und ist zurzeit in der Vorbereitung auf die Querfeld 1 WM. In der Klasse Elite 1. Also der strampelt jeden Tag seine Kilometer runter, der Karl-Heinz. Und fährt natürlich heute mit viel Spaß für Licht ins Dunkel. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute für die Vorbereitung für die Einweihung. 100 Kilometer hat er heute geplant und ungefähr 3 Stunden glaubst du, dass du fahren wirst? Ja, so circa gute 3 Stunden. Das ist allgemein mein Trainingspensum heute. Ich bin eben auf die Vorbereitung für die Atacama-Wüste. Und da habe ich zwischen 25 und 35 Stunden Training in der Woche und da passt das halt gut rein. Anything is possible, alles ist möglich. Mit Willen und Willenskraft kann man sehr viel erreichen. Das beweist uns hier der Manfred Putz. Das ist eine Aktion für Licht und Dunkel. Danke Manfred für deine Kilometer, die du sammelst. Und für dich. Super. Ziel erreicht. Klaus Beindel. 10,55 Kilometer für Licht ins Dunkel. Danke, Klaus. Sehr zufrieden. Wir sind genau in der Zeit, was ich mir so ungefähr ausgerechnet habe. Also was hat sich der Wolfgang ungefähr ausgerechnet? Das wollen wir jetzt wissen. Du meinst Endzeit? Natürlich Endzeit. Unter 8 Stunden. Unter 8 Stunden ist ein dehnbarer Begriff, sagen wir mal im Triathlon. Und wie kann man das genauer definieren?
Ich glaube, also ich habe 7,55 oder so. Also 7 Stunden 55 Minuten sind geplant hier. Vierfacher Kärntner Landesmeister. 2013 Landesmeister Bergelite. 2014 Nordalmkönig. Weit über 2000 Meter Höhenmeter zu fahren und 106 Kilometer damit berichtet vorher. Unter 1000 Startern. In wenigen Augenblicken bricht der letzte Kilometer an für Mara Kinzel am Overbike. Noch 100. 60, 50, 40, 30, 20, plus. Ich bitte jetzt unseren Notar, den Christoph Reimann, das Endergebnis zeitmäßig bekannt zu geben. Was haben wir für eine Endzeit? Die Endzeit lautet 7 Stunden, 37 Minuten und 51 Sekunden. Im Schwimmen waren es 50,36, Ergometer 3 Stunden 56,11 und beim Laufband 2 Stunden 51,04. Also gesamt 7 Stunden, 37 Minuten und 51 Sekunden. Ja! Dankeschön. Gültig. Gültig.